Bei herrlichstem Sonnenschein eroberten die jungen Wilden vom FC Strausberg, ganz in Weiß, den Stahlrasen am Fuße vom Wasserturm Fino. Nachdem die Kicker des FC Strausberg in der ersten Runde den Chenoa SC aus dem Landespokal gekickt hatten, sollte mit dem ersten FC Stahl Fino der nächste Landesligist folgen. Der Klassenunterschied zwischen den heimischen Stahlkickern und den Spielern des Brandenburg-Ligisten war von der ersten Minute an spürbar. Doch bis zum ersten Tor sollte es gut eine Viertelstunde dauern. Martin Zaumseils langer Abschlag über das ganze Spielfeld auf seinen Bruder Stefan leitete in der 17. Spielminute den ersten Treffer ein. Stürmer Zaumseil ließ sich zwar von den Innenverteidigern zu weit rausdrängen, doch mit dem Pass auf den nachgerückten Tim Bolte, der den Ball mit dem Kopf zum Führungstreffer nur noch über die Linie drücken musste, waren die Stahlkicker völlig überfordert. Die Strausberger waren nun im Spiel angekommen, übernahmen das Geschehen auf dem Platz. Keine 4 Minuten später, Stahl in der Vorwärtsbewegung, doch dann der Ballverlust Höhe Mittellinie. Martin Wunderlich, diesmal als Stürmer neben Zaumseil, auf Flügelflitzer Stief Georges und der holte den zweiten Eckball der Partie. Ecke Bolte, Kopfball Ilauski, 0:2 Ilauski in der 21. Spielminute. Bis zur 42. Minute dann mehr oder weniger tote Hose, Strausberg verwaltete, Fino ideenlos. Nach einem schönen Solo von Toni Fronzek über rechts staubte Daniel Anton in Stürmermanier zum 3:0 ab, die Vorentscheidung. Doch trotz der 3:0-Führung setzten die Gäste weiter nach, hatten langsam Spaß an der neuen Formation, denn mit Wunderlich im Sturm, Bolte auf der Raute und Fronzek ab der ersten Minute hatten die jungen Wilden in dieser Saison noch gar nicht zusammengespielt. Schnelles Umkehrspiel von Angriff auf Abwehr. Kapitän Georges, passgenaue Flanke und drüber. Nach Kopfballverlängerung von Wunderlich fehlten Zaumseil nur Zentimeter. Letzte erwähnenswerte Aktion vor der Pause, 0:3, doch hier war noch nicht aller Tage Abend. Das war der Halbzeitpfiff des Sportkameraden Marco Schibull, Halbzeitstand, erster Treffer Stahl Fino gegen FC Strausberg, 0:3. Zwar kamen die Gastgeber besser aus der Pause, doch die Strafraumszenen blieben den Strausbergern vorbehalten. Die mitgereisten Fans sollten erneut gut 20 Minuten warten müssen, bis der nächste Treffer fiel. Wieder ein langer Abschlag, ähnlich dem Führungstreffer in Halbzeit 1. Der laufstarke Wunderlich düpiert seinen Widersacher samt Keeper und servierte den Ball mustergültig für Sturmpartner Stefan Zaumseil. 0:4 in der 64. Spielminute. Nun hatte auch endlich ein Stürmer getroffen. Der technisch versierte, etatmäßige Sechser Martin Wunderlich blühte in seiner Rolle als Stürmer wahrlich auf, immer wieder mit vielen starken Einzelaktionen, doch Strausbergs Leader Sirko Neumann in dieser Szene vom Pass überrascht. Und so blieb es vorerst beim 0:4. Die anschließende Ecke von Bolte wieder auf Martin Wunderlich, doch dessen Kopfball zu wuchtig. Die Strausberger strahlten nun die gewohnte Sicherheit aus und überrannten die Finoer mit Kombinationsfußball. Wunderlich auf Tim Bolte, der mit direkter Abnahme auf Toni Fronzek, 0:5 in der 68. Spielminute. Die Strausberger zeitweise nun mit One-Touch-Football und der stark aufspielende Wunderlich krönte seine Leistung nur 2 Minuten nach dem 0:5 mit dem 0:6. Und damit war dann auch dieser Fußballarbeitstag für Martin Wunderlich beendet. Der etatmäßige Stürmer Ringo Kretschmer durfte nun ran. Und auch Kretschmer brauchte nur 6 Minuten, um diesem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und sich in der Torschützenliste zu verewigen. 0:7 in der 76. Spielminute. Das halbe Dutzend war längst voll, doch die Strausberger waren noch lange nicht satt. Die Platzherren, mittlerweile völlig platt, hatten den Oderländern nichts mehr entgegenzusetzen. Tim Bolte auf Kretschmer und der auf den nun auch eingewechselten Robert Seticek, 0:8 in der 85. Spielminute. Und die jungen Wilden waren immer noch torhungrig. Angetrieben von der Bank wurden die Barnimer Vertreter der Landesklasse nun völlig in der eigenen Hälfte eingeschnürt und nur dank der Paraden von Stahls Schlussmann fiel das Ergebnis nicht zweistellig aus. Er hielt, was zu halten war, war aber gegen die zahlenmäßig überlegene Strausberger Offensive allein machtlos. Den Schlussakkord setzte Stefan Ilauski, der mit seinem zweiten Kopfballtor an diesem Tag seine Offensivambitionen unterstrich und damit der erfolgreichste Strausberger an diesem Pokaltag war.
0:9 aus Strausberger Sicht ein Kantersieg, der niemanden zum Träumen veranlassen sollte, denn schon am Freitag kommt die stärkste Barnimer-Vertretung nach Strausberg und gegen den Brandenburg-Ligisten FV Motor Eberswalde heißt es dann wieder, diese Leistung auch im Spielbetrieb der Brandenburg-Liga abzurufen.